Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mega Man 3 in einer weiteren Folge der Mega Man Game Boy Collection hier auf meinem Kanal. Und als nächstes gehen wir zu Sparkman. Ja, wir waren in der Stage schon mal versehentlich. Das passiert manchmal, ja. Vor allem dann, wenn ich falsche Stages auswähle, die ich eigentlich gar nicht auswählen wollte. So. Aber, oh, Sparkman Stage. Ich speichere. Oh, und spring gleich da rein. Oh, es ging sogar. Stimmt, das ist ja Lagman Stage. Warum bin ich da jetzt nicht durchgesprungen? Ich weiß nicht mehr genau. Ich kann mich erinnern, das ist ja Lagman Stage, weil hier einfach alles laggt. Ja. Hier mit den lustigen Zündkerzen im Hintergrund. Wir haben 0 Leben, das ist nicht gut. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir uns töten lassen. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht bekommen wir auch ein Leben hier. Yeah. Ja, ich kann voll reimen und so, ne? Reimen! So, lass mal ausbrüsseln. So, nochmal einbrüsseln und ausbrüsseln. Sehr schön. Wie viele Energy Tanks? Einen. Ich brauche noch einen Energy Tank. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Sprünge hasse. Deshalb kurz mal speichern. So. Was war denn das? Ich will es gar nicht wissen. Solange es nicht nochmal raus ist. Und hier nochmal. Kommt das hier nochmal raus? Nee, oder? Nee, gut. Passt. Das ist so schön und... Okay, den schaffen wir auch ohne... Ohne Tricksen. Hätte ich gesagt. Passt. Die. Oh, da oben ist ein Energy Tank. Habe ich schon... So. Was, das prallt auch ab? Warum ist prallt das alles ab? Ich brauche doch einen Energy Tank. So, einmal Rushe Keule. Ja, muss man dazu sagen. So. Oh, was ist denn da los? Ich glaube, das könnte lustig werden. Die fahren sicher nach oben. Oh nein, die fahren wirklich nach oben. Boah, das war etwas... Warum habe ich... Ich kann ja da stehen. Ach, der Kontrast des Gameboys lässt es nicht zu, dass ich das richtig sehe. La. Boah. Zum Glück funktionieren kleine Sprünge hier auch bei Mega Man. Und, ich meinte bei Lagman. Ja, das ist jetzt definitiv Lagman. Und ich mache nach allen Sprüngen ein Safe State, weil ich so feig bin. Ja, wirklich, weil ich so feig bin, Leute. Was denkt ihr? So. Oh, da geht's nach unten. Das ist ja schön. Ach, hey. Oh. Hilfe! Ich muss da schnell runter. Oh. Seltsame Explosionsmuster. Ich weiß nicht, warum, dass ich das dauernd so mache. So. Oh. Ja, komm, jetzt reicht's dann. Wie oft wirst du das? Also, ich könnte da eigentlich auch unten durchsausen, merke ich gerade. Na egal. Boah, war ich gut. Guck mal. Will ich da jetzt ein Safe State machen? Ich glaube ja nicht, aber ich mach's trotzdem. Haha. Ich bin so gut. Oh. So. Aufpassen, nicht mit dem Kopf da oben anduschen. Ah, das ist lustig. Jetzt sehe ich hier, dass das ein Sprite ist, ja. Das andere gehört zur Level-Deko. Ach, komm. Wahrscheinlich kommt jetzt bis zum Schluss kein Energieknubbel mehr. Oder wahrscheinlich müsste ich hier so lange besiegen, bis dein Energieknubbel kommt, oder? Ich hasse diese Sprünge. Habe ich das schon mal erwähnt? Hui! Ich hasse es, wenn ich dann dauernd Instant Safe State Loaden mache. Aber das Fiese ist, man weiß ja nicht, dass man auf diesen Blitz da zum Schluss rauf springen kann, ja? Das ist schon natürlich das Spiel auch ein bisschen fies manchmal. Ach, ey. Oh, gut. Haben wir gut gemacht. Ach ja, ich merke gerade, ich kann ja gar nicht sterben, weil wenn ich sterbe, dann bin ich ja Game Over. Das ist ja vorbei, ne? Ich hoffe, ich kann mir hier irgendwo die Energie noch... Okay, so ist natürlich auch ganz, ganz gut, ja? Okay, ich kann mir hier nirgendwo mehr die Energie aufladen. Das ist natürlich jetzt doppelt scheiße. Ah, nö, das ist gut. Guck mal, das Spiel ist mir echt toll. Schenkt es mir wirklich vor dem Endboss noch ein Leben, dass ich hier garantiert einfach mal reingehen kann und mich töten lassen kann. Und ich schaff den, komm, ich schaff den jetzt ohne Treffer. Ich bin so gut. Oh, er hat mich getroffen, verdammt. Wie ist denn das jetzt passiert? Aber das war jetzt echt richtig Glück. Schenkt mir das Spiel doch echt vor dem Boss noch ein Gegner, vor dem Boss noch ein Herz. So. Schein-Dingens, oder? Shadow. Genau, Shadow Power. Schauen wir mal, was das Ding so macht. Ah ja. Gut, man sollte trotzdem ausweichen, habe ich das Gefühl.
Ja, man sollte trotzdem ausweichen versuchen, aber er ist gut. Sehr schön. Diddlidi. Yeah. Tolle Soundeffekte, die sicher nicht auf die Nerven gehen. Nö, nö. Und Mega Man fliegt wieder mal dynamisch von links nach rechts und bekommt den Spark Shock. Da-da-da-da. Und eine 1. Und wir müssen ins nächste Level, die Dr. Wily Stage. Und ich speichere mal wieder, weil ich feig bin. Oh nein, Wily Castle. Böse Blitze schießen von oben herab. Ja, es reicht. Oh, und es wird hell, wenn sich Mega Man herteleportiert. So, und ich glaube... Oh nein, jetzt bin ich doch glatt versehentlich in den Boden gefallen. Jetzt ist doch glatt versehentlich Game Overtime, ne? Deet. Ich mache da jetzt B, Continue, weil ich glaube, wenn ich B drücke, lande ich immer wieder bei dem Wily Stage. Und das Stage Select darf ich auf keinen Fall machen. Yoko Blocks. Na toll. Und das sind Instant Fall Blocks, ja. Wer kennt sie noch? Hui! Einfach Mischelemente vom Mega Man teilen. Ja, hui! Was? Oh! Oh, guck mal! Was ist das? Musst du springen? Warum muss das Ding springen auch? Also ich sag mal, das Springen ist nicht notwendig, aber sonst... Ja, toll. Du bist ja ganz ein wildes Ding. Oh, du hast mich getötet. Das ist jetzt nicht schön. Okay, macht... Ist okay. Oh, Moment. Ich habe keine Ahnung, was das da... Was kann ich eigentlich? Oh, ich habe ein Save. Toll. Nein. Schaffe ich das zeitlich? Nein, geht sich natürlich zeitlich wieder gar nicht aus. Ich muss warten. Okay. So. Vielleicht sollte ich doch warten. Ja. Und da habe ich echt nur so eine halbe Sekunde Zeit zum Springen. Ich kann mich erinnern, dass ich da teilweise am Gameboy echt Probleme hatte. So, dann speichern wir hier eben nochmal. So, der Schwobelteil. Hallo Schwobelteil. Was für eine Freude. Oh. Ja, wenn ich das... Gott, wenn ich das trifft? Ja, das ist das perfekte Pattern. Da passiert nämlich nicht viel. Toll, es trifft mich sogar da. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Toll. Ich bin so gut. Ich bin echt gut. Wow, ich hätte es fast geschafft, ne? Ah, Safe States. Ah, ja, ja. Ich sag mal nichts mehr. Toll, ich schaff's ja nicht mal, dass ich normal drüber springe. Aber wie schlecht bin ich eigentlich manchmal? Bitte nicht beantworten. Ich weiß ja selber, dass ich eigentlich schlecht bin, ja? Ach komm, was willst du eigentlich? Super. Ja, ich mache das jetzt einfach so lange, bis ich es geschafft habe. Ja, ich schaff's nicht mal, dass ich da drüber springe, weil ich bin echt schlecht, ne? Was kann ich eigentlich? Also außer hier blöd stehen bleiben. Ja, offensichtlich gar nichts, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt immer dasselbe Pattern hat. Nö, offensichtlich ist das vollkommen random. Random und ganz wild. Ganz wild darauf, getötet zu werden, ne? Na toll. Ach komm. Alter, das will einfach nicht, ne? Merkt ihr das? Das will mich einfach töten. Das will einfach lästig sein. So. Komm jetzt. Ohne Damage zu nehmen. Ja, stimmt. Sliden kann ich auch noch. Darf ich nicht immer vergessen. Okay, fast ohne Damage zu nehmen, aber es ist tot. Es ist tot, wollte ich sagen. Ah, Gott sei Dank. Ein Aufheilding. So. Was kommt jetzt? Jetzt ein Teleporter. Okay. Weitere Robotmaster. Und wir fangen an mit dem Staubsaugerman. Das müsste der sein. Ich speichere diesmal vorsichtshalber. Ich bin Staubsaugerman. Ja, sieht gut aus. Diddle-di-di-di. Staubsaugerman. Ja, indeed. Das ist der Staubsaugerman. Der den ganzen Staub wegmannt. Ja, bei Bedarf. So. Oh, was ist denn das?
Ja, natürlich. Boah, Alter, manchmal könnte ich... Und warum hau ich immer... Warum lade ich immer die Safe States? Das ist halt echt auch immer das Nervige. Dass man das auf einmal dann so drin hat, dass man gar nicht mehr sich bemüht, sondern einfach nur noch Safe States. Okay, also ab jetzt gibt's wieder nur noch am Level Anfang und vorm... Nicht mal vorm Boss würde ich ein Safe State machen, weil... Warum denn überhaupt? So, hier einfach merken, kommen zwei raus von denen. Wahrscheinlich nur zwei oder mehr. Oh, Shieldy. So, okay. Einmal gut gemacht und einmal runter da. So, vollkommene Vernichtung. Runter da. So, passt, okay. Ja, komm, nee. Ich will einfach Safe States machen. Ich kann gar nicht mehr anders. Ja, ich verspreche euch, nach Teil 3 hier mache ich eine Aufnahmepause und das nächste Mal bin ich sicher wieder motiviert. Das war jetzt ganz klug. Motiviert, das ohne Safe States zu machen. So, und ich möchte den töten. Genau, weil es hätte ja was drin sein können. Das Spiel könnte mich ja manchmal belohnen, aber nee, normalerweise macht es das nicht. Ist ja mega mein. So, hier, genau wie diesen blöden Sprüngen. Was sind denn das jetzt auf einmal? Karusselltypen oder was? Oh, wer bist du? Turboschuss! Na ja, toll. Das muss wieder sein, oder? Ist das notwendig? Eigentlich ja nicht, oder? So. Nö. Okay. Dann weiter geht's. So. Und hier schon wieder so ein geiler... Warum müssen das so pixelperfekte Sprünge sein? Weiß ich nicht, was das soll. Ich finde das echt, das muss doch nicht sein, oder? Pixelperfekte Sprünge. So. Natürlich, hier sind überall... Wie soll ich denn das schaffen? Achso, die wachen irgendwann mal auf. Und schon wieder pixelperfekte Sprünge. Eieiei. Mega Man ist doch kein pixelperfektes Spiel, nicht? So, schnell da wieder runter. Aufpassen. Nochmal runter. Aufpassen und... Ja, sehr schön. Toll. Oh nein, ich möchte die Boni haben. Kann ich aber nicht. Voll schlecht. Oh. Ah ja. Quetscht mich das? Nee, das quetscht mich nicht. Okay. Ich glaube, die Dinger kommen ja wieder, wenn die... Oh, ach, das quetscht mich schon. Ja, das muss... Natürlich, die Logik muss mir das erklären. Also, zum Glück bin ich wieder hier. Kommen die Steine da hinten dann wieder oder nicht? Nee, die kommen nicht mehr. Okay, das quetscht mich. Gut, ich hätte durchsliden können. Naja. Gut, ich glaube, hier war es dann wieder so. Hier gibt es dann keine Rücksetzpunkte mehr, glaube ich, nach den Bossen. Also bei dem Boss, meinte ich. Also wenn ich da vor dem Boss stehe, glaube ich, habe ich hier das Problem. Also hier vor dem Boss, da starte ich nicht wieder vor dem Boss. So, schnell durch da. Nein. Oh. Oh je, das war doof. Oh nein, ich mache einen Safe State wieder. Load State, meinte ich, weil ich so schlecht bin. So schlecht und so feige überhaupt. So. Was ist denn das jetzt bitte? Nee, so geht das definitiv nicht. Okay. Wie soll denn das gehen? Muss ich da mit einem aufgeladenen Schuss durchsaugen? Bin ich jetzt doof? Wie soll denn das bitte gehen? Oder merkt sich der die Steine jetzt doch, aber der merkt sich die ja nie. So. Schauen wir mal, merkt sich der die? Merkt sich die ja da auch nicht. Ah doch, der merkt sich die, okay. Nein. Oh, natürlich. So. Boah, Alter, was ist denn? Ja, toll. Das war jetzt richtig fies. Habe ich da schon mal erwähnt? Das war richtig fies. Ja, was wie der da jetzt einfach durchschießen darf. Ja, stirb einfach, du komischer Stealth-Ball-Dingen. So. Na. Oh, Hilfe, runter bei der Leiter, schnell. Toll, das war jetzt klug. Da. Na toll. Oh nein. Wieder so ein unnötiger Scheiß, toller Spruch, Sprung, ne? Was ist denn das? Oh, eine Bällchenmaschine, guck mal. Was für eine Freude, Bällchenmaschine. Yay. Bällchenmaschine? Na toll. Warum haut mich das dauernd? Soll ich eigentlich rasch keulen? Müsste ich ja eigentlich... Oh nein! Oh. Ja, ich würde sicherlich hier etwas mehr Acht geben. Wie gesagt, hätte ich
Nicht die Macht der Safe State. So, kommen die wieder? Natürlich kommen die wieder. Das ist so fies, weil die andauernd wiederkommen. Und diese Sprünge. Boah, diese... Alter, guckt euch diese Frechheit doch mal an. Und diese Sprünge, ja. Die sind einfach... Das ist nicht cool. Spiel, das ist einfach nicht cool. So, kann ich dieses Leben da... Wahrscheinlich mit dem, oder? Nee. Kann ich das mit irgendwas kaputt machen? Da kann ich nicht aufladen. Gemini auch nicht. Laufsnakes wahrscheinlich auch nicht. Nee. Okay, kann ich nicht kaputt machen. Schade. Hätte ich vorher was anderes machen sollen. Oh, was ist das? War voll genervt. Okay. Ah, super. Fling, fling, fling. Diese Sprünge. Also, ich verstehe es nicht, warum das ist. Das macht doch keinen Spaß. Ich verstehe nicht, warum das die dauernd diese so knappe Sprünge, weil hier ditcht man wieder mit dem Kopf oben an. Nein, ich verstehe es echt nicht. Das ist wirklich irgendwie so. Ja. Weiß nicht. Ich meine, ich kann mich erinnern, am Gameboy, da hat man dann immer einfach... Toll. Welche Maschine? Mach das nicht, welche Maschine? Im Gameboy hat man dann einfach immer, ist man da mit der Zehe ganz nach vorne, dass ja nichts passieren kann. Ach Gott, du willst mich doch verarschen, komm. Wow, ich hab's geschafft, juhu. Was ist da mit den haufenweise Energietanks hier geworden? Warum gibt's die hier nicht? Also man merkt schon hier, das ist echt... So, wie soll man da jetzt rüber? Hä? Kommen da Joko-Blocks? Wie soll ich da rüberkommen? Das checke ich jetzt nicht. Hä? Wie soll das denn gehen? Hm. Habe ich jetzt da das falsche Level ausgewählt? Weil ich habe ja noch keinen Rush-Chat oder irgendwie. Habe ich ja noch nicht. Wahrscheinlich kann ich dieses Level echt noch nicht machen. Ja, das ist ja toll. Ja, offensichtlich kann ich das Level hier noch nicht beenden. Warum steht dann im Strategie... Das checke ich jetzt nicht ganz. Okay. Oh nein! Tod. Ich check's echt nicht. Jetzt keine Ahnung, warum das ich da jetzt nicht... Das ist echt komisch. So. Stage Select bitte. Gut, dann würde ich eher... hier den da machen, oder? Was ist denn das für ein? Ist das Dive oder Drill? Das scheint eher Dive mein zu sein. Okay. Dive Man! So, da wäre es natürlich gut, wenn ich den Rush Marine schon hätte. Das war jetzt komisch. Ich habe mich nämlich eigentlich an die Reihung gehalten, die mir das, die ich auf dem Strategy Guide gefunden hätte, aber irgendwie wahrscheinlich fehlt mir irgendein Bonus-Ding, das ich noch nicht habe. Wie soll das gehen? Oh, so auf jeden Fall nicht. Oh nein! Ach, ich trottel. Natürlich lade ich wieder ein Save-State. Alter, ich bin so schlecht. Ja, das passiert einfach, wenn man einfach nicht aufmerksam ist. Aber das ärgert mich aber jetzt, dass ich das nicht machen konnte. Das ärgert mich jetzt echt. Das ist jetzt die Frage. Ich meine, komm, ich mach Skull Man. Ich sollte vielleicht hier wieder den da machen. So, ein Safe State speichern. Skull Man! So. Okay, die Musik ist schon mal cool. So.
Das ärgert mich immens, was soll der Scheiß? So, oh, ach, das ist so ein Bomb... Ach, nee, der... Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wahrscheinlich muss ich den mit Power Blaster kaputt machen. Ach, diese Fledermauskugeln. Oh, ein Leben! Was für eine Freude! Da wird man doch gleich... Das ist das doch gleich viel netter. Könntet ihr bitte aufwachen? Nein, Moment, nicht in die Stacheln fallen. Da. Action-Mucke. Wachen die? Okay, die wachen dann irgendwann mal auf, wenn ich sie einmal angeschossen habe. Also, Hauptsache, da kommt ein so ein Wurm. Es kommt alles zusammen, Hilfe. Dachte ich mir, ich bin so gut. Offensichtlich ja nicht. Es laggt. Oh, das war scheiße. Na toll. Gut. Ja, schön. Weil wir so gut sind, werden wir die Aufnahme hier beenden, die Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.